Ja, dann sind wir hier mal wieder auf der Reisfarm. Die haben Mittagspause, so wie es aussieht. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber sie wäscht da Geschirr. Die anderen sind am Essen. Ein Dachdecker da oben auf dem First. Ja, der macht die restlichen Ziegel drauf, Dachpfannen, egal wie sie heißen. Bitte kein Kommentar dazu. Dann gehen wir mal reinschauen. Da ist unser Behälter schon gekommen für das Shit. Ja, alles schon zu. Ah, hier ist auch noch zum Sitzen. Wieder drüben die Bank. Und hier hat er die Eisen gekappt. Die waren zu viel. Dann schauen wir mal weiter. Die Treppe ist auch schon ganz gut abgetrocknet. Oh mein Gott, da fehlt eine Kante. Das machen die Fliesen dann. Ja, es war die Grab. So, hier stehen die Wannen mit dem Sand und mit dem Speisspieß. Mit dem Spieß. Oh. Ja. Aroi, aroi. Ah, aroi, aroi, die sind am Essen. Aroi, aroi. Guten Appetit. Guten Appetit. Bon Appetit. So. Ja, hier haben wir jetzt schon Wasser liegen. Da wird wohl das Klo dann sein. Ist ja wohl logisch. Wasseranschluss fürs Klo. Dusche kommt hier. Und mein Mann hat gefragt, warum ist hier oben eine Steckdose? Ja, für den Durchlauferhitzer. Ich brauche keinen. Ja, hier sind schon einige Ecken verputzt. Da gehen sie einfach rundum. Der Raum, wo die am Essen sind, ist fertig. Der Gebetsraum ist auch fertig. Das geht richtig zügig voran. Zweite Gästezimmer auch schon fertig. Und dann gucken wir mal, was hier gekagelt wird. Da haben wir die Müllverbrennung, wie ganz üblich in Thailand. Ah, und hier unten, da ist die Öffnung für den Abfluss. Ja, die Treppe da hinten ist auch fertig, sehe ich gerade schon von der Ferne. Dann gucken wir mal. Ja, die Männer vom Dach, die immer rumkrabbeln, die sind richtig gelenkig. Ja, die Treppe ist gegossen, aber noch nicht ausgeschalt. Ja. Ja. Aber schon begehbar. Ja, das war's erstmal. Ja, hier im Bad habe ich ihm gerade erklärt, wenn hier das Waschbecken ist, brauche ich den Strom hier oben für meinen Waschtisch. Nicht hier, Moment, nicht hier auf der Seite. Das wird er noch abändern. Ja, und ansonsten haben wir auch hier schon alle Leitungen liegen. Ja, die hatte ich vorhin gar nicht gesehen. Die werden ja auch noch benötigt. Nicht nur dieser schwarze Behälter, sondern auch die Teile, wo dann das Wasser
sich sammelt und langsam im Boden versickert. Ich habe ihm gerade erklärt, dass wenn die Dachrinne gemacht wird, die Fallrohre, das Wasser, alles auf die Reisfarm geleitet wird. Dort wird das Wasser gebraucht und wir haben es vom Grundstück weg. Ja, da liegen die ganzen Teile und hier wird unter dem Haus verlegt. Ich zeige euch mal gleich noch ein bisschen weiter. Da ist noch offen gelassen, das wird aber später auch dann zugemacht. So, dann zeige ich euch mal hier noch. Da fehlt noch ein bisschen Beton, so wie es ausschaut. Die Treppe. Da drin sind sie irgendwo schon wieder am Arbeiten. Ja, hier muss ja noch hin, weil sonst wäre ja die letzte Stufe viel zu hoch. Ja, ich gehe mal mit euch langsam rum. Überall kann ich mit meinen Latschen nicht gehen. Ich hoffe, es war nicht zu viel gewackelt. Ja, und wie gesagt, hier kommt dann alles nachher raus. Ich glaube, da sieht man nicht weit. Da fehlt es an Licht. Ja, hier draußen sind auch noch Schalter und Steckdosen, also da haben sie wirklich genug gemacht. Ja, und dann sind wir wieder vor dem Haus. Ja, und hier seht ihr die thailändische Mischmaschine. Da sind neue Gesichter dazu gekommen. Wenn ich das richtig sehe. Irgendwo ist jemand am Arbeiten, man hört etwas. Ja, hier sind wir jetzt die Farben fürs Haus am Aussuchen, den Sockel, Mittelbereich und den Rest. Schauen wir mal, was mein Hauptdesigner hier zum Schluss, was er auswählt. Ich guck mal mit. Mir gefällt beides gut. Ja. So, meine Lieben, ich habe mal das Maßband hier angelegt. Ja, über dem Rohr macht es jetzt eine Beule. Das ist jetzt egal. Auf jeden Fall bis hierhin zum Ende von der Terrasse am Schlafzimmer haben wir dann 16,80 Meter. Und dann messen wir mal noch wie die Front. So, auf der Front haben wir dann 14,80 Meter. Ja, das zum Maß vom Haus. Das Dach steht ja noch über, ist also noch ein bisschen größer. Ja, ganz gewaltiges Dach und auch eine richtige Höhe innen drin. Ja, meine Lieben, ich habe es mal gerade danach gerechnet, so etwas aufgerundet, runde 250 Quadratmeter. Natürlich ist da jetzt Terrasse dabei, aber die wird genauso genutzt. 250 Quadratmeter für zwei Personen, ich denke, das reicht. Dicke. Mir hätte die kleinere Variante auch gefallen, aber das war an vielen, vielen Stellen doch sehr eng gewesen, weil wir viele Räume haben. Ja, schauen wir mal.